Volle Russengruppe hier mit russischem Pulltimer und allem. Schauen wir mal, drückt er? Okay, er drückt. Also sie wollen pushen, haben sie geschrieben. Mal gucken. Und sie wollen Big Pull, haben sie gesagt. Schauen wir mal. So, jetzt hau ich mein Anima rein. Habt ihr das gesehen? Ich bin wieder voll. Das ist das Gute an dem Anima-Teil. Okay, fuck, ich hab den Stun noch drin. Scheiße, ich hab nicht umgespeckt, ne? Okay, es ist wirklich dieses Beben-Ding. Ja, ich hab Single-Target-Stun drin. Bei Wimmeln ist es natürlich immer richtig gut. Aber zumindest drücken sie in AE-Schaden, ne? Hier sind eigentlich alle DDs bei 100k. Ich war jetzt auch knapp bei 100. Mitte, Mitte. Ist die Pat. Bin jetzt runter. Ah, oh, sie haben geedit. Oh Leute, passt doch auf. Ich hasse euch. Warum editet ihr denn? Ja, das ist halt schon wieder RIP. Du darfst halt hier nichts adden. Ich hab halt meine kompletten CDs beim ersten Pull rausgehauen und dann muss der zweite halt smooth laufen und dann rennt der eine seitlich in die Gruppe rein. Das ist halt einfach nur dumm und jetzt habe ich halt blöderweise auch kein Dings dabei. Kein Typhoon, dass ich sie kiten kann, weil ich es verkackt habe, den zu skillen. Weil es gibt halt nichts Besseres als Typhoon und dann weg quasi. Das könnte ich dann einmal Shadow melden. Komm, ich melde jetzt. Jetzt sind sie halt alle geaggrot, aber ich bin. Das ist halt die Shitshow des Jahrtausends gerade hier. Ich weiß halt nicht, warum der eine, ne, einfach rechts rüber läuft oder links rüber, besser gesagt, wenn du von der Treppe guckst und die rein addest. Also, das war so unnötig. Unnötig as fuck war das. Hast halt hier übelst den Giftstack drauf. Du willst halt, ne, nicht die rechte Gruppe spielen, weil die ist halt ätzend und du willst halt hier auch nicht durch, deswegen pullst du in der Mitte und läufst dann einfach durch. Easy. Aber so ist halt behindert. Ja, jetzt können wir die Putt auch spielen. Sonst müssen wir ewig warten. Normalerweise spielst du die Putt halt nicht und läufst halt. Du wartest halt, bis die Putt hier irgendwo drin steht am besten und dann rennst du durch, ne? Aber. Alter, der mit seinem Ding hier. Das Ding ist halt, du willst halt eigentlich immer mit 2 Melee spielen, ne? Das halt schon. Außer bei diesem Beben-Scheiß, da willst du nicht unbedingt mit 2 Melee spielen. Also du kannst easy mit 2 Melee spielen, ne? Aber wenn du halt random bist und die Leute sich halt schlecht kommunizieren, dann willst du das halt nicht unbedingt. Sondern jetzt müssen wir halt so durchlaufen. Oder wir können eigentlich direkt in die Gruppe reinrennen. Das ist easy. Fuck, jetzt hänge ich am Zelt fest. Na, auf geht's. Ja, hier ist der Typhoon eigentlich schon stark. Also AE-Schaden haben wir gut dabei, ne? Da kannst du jetzt nichts sagen. Also du darfst halt nicht immer irgendeinen Shit adden. Schau mal, der DK haut hier, war jetzt eben bei 400k AE-Schaden, ne? Da kannst du nichts sagen. Ja, mal gucken.
spiele jetzt gerade mit meinem hier Dings, ne? Das muss ich dann auch öfter einsetzen. Normalerweise spiele ich das nicht in Mythic Plus Instanzen, also in bisschen höheren zumindest nicht. So, jetzt schauen wir mal, Boss, aber Pull Time haben sie mir auch keinen gegeben. Ist am Three, Sitzen, oder? two, one. Okay, sie schmeißen einen Timer. Hütet euch. Ich bin außer Reichweite. Hütet Es ist euch. nun eigentlich, ach nee, es ist Trash-Buff, ne? Es ist nicht Boss-Buff, also da müssen wir nicht gucken. Hütet euch. Ich bin außer Reichweite. Ja, passt. Wo kommt der Bro? Okay, vielleicht muss ich doch ein bisschen defensiver spielen. Hütet euch. Ah, ein bisschen müssen wir rüber. Alter! Wie hat er sich denn jetzt wegchargen lassen? Ich habe den Boss doch sogar weggezogen. Und das ist ein fucking Melee. Ne, E-Schaden macht er, aber Movement ist nicht so geil. Hütet euch. Ich hab den doch sogar weggezogen. Das gibt's doch gar nicht. Oh fuck, jetzt hab ich mich selber killen lassen. Okay, das war jetzt Crap. Jetzt hab ich mich aufgeregt und dann bin ich selber verreckt. Oh shit. Können die retzen? Nee, doch, der DK kann retzen. Ich hab ihn extra geretzt. Retz mich, retz mich. Hütet euch. Er retzt mich halt nicht. Okay. Das werden sie nicht schaffen. Man soll sich nicht aufregen, ne? Müssen wir nochmal machen. Eieieiei. Aber wir haben auch kein HT gezogen, oder? Warte mal, ich hab doch selber. Nee, scheiße, ich hab keine Trommel mehr dabei. Also wird da nix. Das ist natürlich blöd. Es hat keiner Trommeln vor uns, ne? Das kostet dich halt viel Zeit. Aber ich habe auch kein Leder mehr dabei, sonst habe ich halt immer Leder. Das ist halt jetzt echt Three, scheiße. two, one. Lol. Okay, mir kann der Strahl interrupted werden. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Hütet euch. Denn der DK, der hat eben auch gespottet. Hütet Auch noch euch. nicht gesehen. Und jetzt ziehen wir hier für Inka. Ja, ohne AT ist schon echt immer bitter, ne? Ein bisschen aufpassen. Hütet euch. Mal rausgehen. Diesmal lassen wir uns nicht chargen hier. Hier ist es eigentlich schon ganz gut, wenn man möglichst weit rausscrollt. Sieht man, wo der Vogel ankommt. Lässt Hütet mich, euch. der Heiler lässt mich halt schon droppen, weil eigentlich haut der Boss hier nicht viel raus, ne? Weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob der so krass reindamaged. Okay, Interrupt. Hütet euch. Hütet euch. Irgendwie kommt da nichts rum, ne? Irgendwie, ich tick halt langsam tot. Das muss ich halt hier wallen, weil ich halt nicht hochgehalten werde. Kleiner GS wäre so ganz gut. Hütet euch. Irgendwie sind wir Single-Target-technisch nicht so gut aufgestellt, so wie es scheint. Der E-Schaden ist nicht so schlecht. Also bei E-technisch hauen wir gut raus. Bei Single-Target ist es irgendwie nicht ganz so geil. Ja, ziehen wir ihn mit. Der kann nix. Cleaven wir ein bisschen.
Stimmt, der Hunter könnte eigentlich HT schmeißen. Wir haben ja sogar einen BM-Hunter, ne? Ja, irgendwie weiß ich nicht. Die sind komisch. Weil ich hätte jetzt halt nach Trommeln geguckt, ne? Aber ich habe ja blöderweise auch keine dabei. Aber stimmt, wir haben ja einen Hunter. Du hast ja vollkommen recht, ne? Weiß ich nicht, wo man jetzt nichts sieht. Ich versuche jetzt mal die Putt gut rauszupullen. Okay, es hat geklappt. Nur die Putt zu pullen. Und dann machen wir die Gruppe. Was macht er denn jetzt hier? Ach, der hat die Falle erwischt, okay. Danach pulle ich die eine Gruppe da. Dann habe ich nämlich auch wieder Inka ab. Dann dürfte das ganz gut gehen. Warte, den können wir nur lasern. Weiß nicht, warum tauntet er denn immer? Was ist denn mit ihm? Also der DH, kriegt der irgendwas davon, wenn er hat meine Heilung noch rausgedonnert. Na, gerade echt am Überleben, ob er da irgendwas von hat. Boah, dieses Geslaue ist schon ätzend. Hier drüben haben wir noch einen Tide. Jo, ich wünsche dir einen schönen Abend noch, ne? Oder kennt sich irgendwer mit DKs aus? Aber die Heilung ist nicht so geil von dem Heiler, ne? Muss ich ehrlich sagen. Die ist ziemlich bescheiden. Jetzt am liebsten wegshapeshiften. Weil da kommt einfach nichts mehr, dass ich dann wieder hochgehe. Hätte ich lieber noch mit meinem anderen Trinket gespielt, hätte ich das vorher gewusst. Stehe ich hier in der Darkness. Jetzt kann ich meine Eigenheilung wieder benutzen. Schau, sobald ich meine Eigenheilung benutze, geht's halt hoch, aber so passiert halt nicht viel. Die hauen mich ja extrem runter, aber ich droppe langsam runter und gehe dann einfach nicht mehr nach oben. Irgendwie ist der Heilungsoutput von dem Typen ziemlich kacke. Was ist denn das? Das ist doch ein wahrscheinlich ein Diszi, oder? Ja. So, die können wir skippen. Jetzt haben wir die komischen Ratten hier nach. Schau, es passiert so gut wie gar nichts. Seht ihr das? Da ist jetzt nicht krass hoch oder runter, aber es geht halt langsam. Geht's halt hier, wo ich habe halt einen Mob, ne? Der mich ganz langsam runterhaut. Also ich weiß halt nicht, aber ich ziehe jetzt hier halt meine Heilung nicht, die spare ich mir lieber für die große Gruppe auf, weil das macht ja echt keinen Sinn. Jetzt ist da natürlich alles vollgevoidet. Also unser Single-Target-Damage ist ziemlich für Cuts. Jetzt lasern wir den halt kaputt. Weiterkommen. So, jetzt wird's interessant, ob der Hunter das hinkriegt, den wegzunocken. Okay, der Hunter kriegt's nicht hin. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Ich bin außer Reichweite. Ich kick ja aus, weil ich schon mitdenke am Anfang, die immer ein bisschen hinter. Warte mal, jetzt haben wir meine Heilung rein. Lauf, kleines Mädchen. Dann mal jetzt einmal weg, das wollen wir nicht. Kennst du dich da aus in die Richtung? So. Was macht er denn? Ah, er pullt jetzt hier irgendwelche Mobs. Na gut, die Kleinen, die können nix. Ostschlag, desorientieren. Jetzt tun wir mal wollen.
Warte noch, die Heilung nicht ready. Gruppe mit der Tide wird jetzt auch gleich interessant. Aber sie spreaden ganz okay, also da kannst du nichts sagen. Bis jetzt wurde ich nicht krass weg hochgejagt, ne? Kann man eigentlich den Boss spielen? 3, 2, 1. Hütet euch. Hütet euch. Ihr müsst echt immer so ein bisschen aufpassen, dass dass du nicht rausgenockt wirst, ne? Sonst hast du oftmals das Problem, dass die Bosse... Oh mein Gott, wie ist denn jetzt der Heiler gestorben? Wird er jetzt instant geretzt, oder? Hütet euch. Hier passiert vielleicht reicht das. Na gut, jetzt haben wir uns fast schon wieder hochgejagt. Siehst du da einen Ticken raus? Hütet euch. So, der erste ist schon mal down von den zwei Hanswursten. Immer dieses Blatt, das da immer zu dem einen dieses Sägeblatt, das immer zum einen Boss fliegt und erst dann quasi weg ist, wenn es einmal gesorgt ist. Hütet euch. Aber die wollen hier anscheinend einfach ganz normal einen Boss nach dem anderen. Ach, hier haben sie jetzt HT gezogen? Also okay, das ist eine ziemlich Schwachsinnstaktik. Eigentlich ziehst du am ersten HT, dann gehst du an dem vorbei, machst erstmal den Trash und dann machst du den anderen Boss als erstes, oder viele machen den Endboss als erstes tatsächlich, habe ich jetzt auch schon gesehen, aber beim ersten gar nicht HT zu ziehen, ist halt Käse eigentlich. Oder du ziehst bei dem Big Pull am Anfang HT, dann hast du es nämlich hier auch wieder ready. Der hat den Dicken dazu gepullt, okay. Lauf, kleines Mädchen. Muss ich da wieder? Kannst du halt nicht interrupten. Muss ich da halt wieder meine CDs alle rauswemsen? Das hasse ich schon immer so ein bisschen, wenn die Leute meine CDs forcen quasi. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ja, den müssen wir stunnen. Okay, sie haben den Dingspfeil. Jetzt schmeißt du den Pfeil rein, weißt du? Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Laden, heilaten. Okay. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Lauf, kleines Mädchen. Jetzt wird's dann bald eng mit. Jetzt habe ich nichts mehr an CDs. Also wirklich, jetzt bin ich komplett trocken. Okay, sie wollen jetzt halt den Endboss machen, okay, na gut. Ich habe mir extra meine Wut aufgehoben, aber... Ach komm, lass doch den Tank bitte entscheiden, was gepullt wird. Das ist halt schon wieder so dumm, ich habe nichts an CDs ready. Das hier in der Brücke ist halt übelst ätzend. Ja, jetzt ist schon der erste wieder down. Ach. Ach. Chino, hey, grüß dich.
Also sollen wir mal das orientieren. Also CC-mäßig kommt bei denen irgendwie nicht so viel. Weil die einen, die cleaven sie halt eigentlich auch tot. Das weiß ich nicht. Die müssten doch da eigentlich durchkommen, oder? Weil die große Gruppe will ich nicht spielen. Die ist halt abfuck. Die ist halt richtig abfuck. Vor allem, wenn du da noch eine Tide drin hast, dass du nichts CC'en kannst. Wie viele Tries wir bis jetzt auf Zykul haben? Ich glaube 30 bis 40, irgendwie sowas in die Dinge. Also wir haben jetzt einen Progress-Abend drauf gehabt und waren bei 34% bei Zykul. Wir haben halt da so einen blöden Übergang am Ende, den wir noch nicht ganz so hinkriegen. Aber sonst sieht schon ganz gut aus. Und hier kann man eigentlich vorbei und ihn quasi dann in die Ecke ziehen, auch ohne Stealth. Aber ne, ich kann Stealth, warum soll ich es nicht benutzen? Ist schon mal ein Risikofaktor raus. Na, mein Trinket ist noch nicht ready. Hütet euch. Ach fuck, wie legen denn die Kacke ab? Eigentlich legst du es halt... Ach. Eigentlich legst du es halt nicht auf den Tank ab, dann kannst du halt immer wieder hin mit den Melees. Aber das sind nicht die allergrößten Movement-Helden. Warum steht denn der Heiler? Das muss ich auch nicht verstehen. Du bist schon mit zwei gammeligen Melees drin, die hier voll wollten, und warum muss der Heiler dann auf einer Melee-Position stehen? Stell dich halt da hinten hin. Keine Ahnung, und der Hunter auch. Man macht sich's halt absichtlich schwer dadurch. Ja, jetzt müssen halt immer alle moven. Das ist halt einfach nur dumm, keine Ahnung. Ich hasse Rangers, die... Vor allem, du hast ja den Movement-Part auch noch. Warum muss der Heiler da drin stehen? Das verstehe ich nicht. Das ist halt einfach nur schwachsinnig. Vor allem, es ist halt ein Priest-Heal, ne? Beim Parler kann ich noch verstehen, der muss ja irgend sowas auf dem Ding aufrechterhalten. Da ist es vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber bei einem Priest ist halt einfach nur sinnlos. Weil du hast halt viel weniger Platz so. Du bombst dich die ganze Zeit selbst kaputt. Das ist halt einfach. Das ist einfach nur unnötig. Ja, jetzt bist du komplett zugevoidet hier. Und jetzt muss der eine Typ. Ja. Und da ist er tot. Weil Captain Heiler halt im Melee-Camp stehen muss. Weiß ich nicht. Haben wir jetzt, wir haben Battle Rats, haben wir ready. Das ist halt einfach nur dumm, keine Ahnung. Da fällt mir nichts mehr ein. Das ist so, du machst es dir unnötig schwer. Ja, jetzt habe ich ihn halt in die Void geretzt, ne? Ich hoffe, er ist so clever, jetzt nicht anzunehmen. Scheiße, ich wieder da rein, ne? Lernkurve 0. Wir wollten uns halt hier komplett zu. Also so scheiße habe ich den Bosskampf noch nie gespielt. Oder gespielt gesehen. Das ist so unnötig. Vor allem bei den Affixen. Das ist schon ohne den Affix unnötig, sich da als Reigns reinzustellen. Aber damit halt noch zweimal. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Manche Leute haben so Transaktions... können von einem Stein, wie es mir scheint. Viele wollen jetzt hier außen rumgehen, aber das weiß ich nicht. Dann ist halt easy hier mittendurch. Ja, sie wollen halt außen rumgehen. Ja, dann lass halt außen rumgehen. Oh oh. Kleines Mädchen. Lauf! Was machen sie? Die gehen AFK? Er macht nichts. Oh mein Gott. Was ist jetzt mit euch los? Warum haben die jetzt nichts gemacht? Meine ganze CD ist gerippt. Ich hab... Ach, sie wollen Invisen, schreibt er jetzt. Na danke, das hättest du mir vorher sagen sollen. Kann ich hier durchstaffen? Weil ich habe keinen Invis mehr, glaube ich. Na, ich kann durchstaffen. Wir brauchen aber halt noch, na gut. What the fuck, warum haben wir so viel Trash schon? Wir sind schon bei 97%.
Ja, gut, jeder hat seine anderen Taktiken. Ich bin halt schon in der Gruppe drin, dann schreibt der Invis. Ja, das ist natürlich nice. Ich denke mir schon, okay, keiner macht irgendwas. Die sind halt miteinander im Discord, quasi. Aber ich hatte jetzt halt keinen Bock da in Discord. Na gut, komm, ich denke, die Mobs ist fertig. Normalerweise machst du einen Timer und dann drückst du alle gleichzeitig auf Schwein. Aber brauchen halt noch ein paar Prozent, ne? Irgendwie muss ich. Ich habe schon doppelt aktiv Medigation gestackt mit dem Heal, weil da irgendwie nicht viel kommt, ne? Komisch. Nee, würde ich nie machen, Steine zu beleidigen. Also wir haben eigentlich keinen, ne? Keinen Boss-Buff und brauchen tatsächlich immer relativ lang gegen die. Du merkst halt, wenn ich meine E-Gear anhab, ich mache so gut wie keinen Single-Target-Schaden. Das ist echt krass. Das macht schon echt viel aus, die ganzen Items, ne? Komm, jetzt nehmen wir sogar einen Pott hier für den Kampf. Natürlich die Fläche genau hier in uns drin. Darf der Hai bloß nicht ins Melee-Camp gezogen werden, sonst wird's nämlich ätzend. Lauf, kleines Mädchen, lauf! Das ist zu weit entfernt. Ah, ich spiele ja auch mit Inka, ne? Da habe ich natürlich dann meine mein Galactic Guardian Dings nicht drin. Das macht halt Single Target auch ziemlich viel aus tatsächlich. Ach, dammit. Hai ins Melee Camp gezogen. Love it. Dann haben wir jetzt noch 2 Minuten, ne? Hai jetzt schon wieder hier im Dings Camp drin. Aber der Damage ist echt ein bisschen lau. Also Single Target kommt irgendwie nicht so viel rum. Ah fuck, da ist schon wieder der Hai im Melee Camp. Ich will mir überlegen, ob ich ihn einfach off-tank. Jetzt bin ich schon vor dem DH, ne? Im Single Target Schaden. Wenn es blöd läuft, kann ich gleich mal in zwei. Ah komm, ich kann dann mal. Ich tank den jetzt einfach off, scheiß drauf. Jetzt keinen Bock mehr mit dem rumzulaufen. Meine Herren. Da haben wir fast den Kino verkackt, ne? Das ist ein Freehold 15er. Krasse Scheiße. Nee, da tun wir nicht Bonus rollen.
Ja, jeder spielt halt Sachen anders, ne? Das ist halt die Geschichte. Das wäre natürlich einfach, wenn man da ins Discord gegangen wäre, aber ich habe jetzt da keine Lust, mit den ganzen Russen da ins Discord zu gehen. Die ist eh wieder die Hälfte, dass sie Russisch reden und dann hocke ich da so, weiß ich nicht. So, Wiki fertig, irgendeinen Rotz rausgezogen. Wunderbar. Raus aus dem Laden. Haben wir zumindest das eine schon mal, den Weekly Key, ne? Das war mir ja das Wichtige.